Jo. Wir sind schon wieder Legend. Haben leider nicht Legend abgeschlossen. Letzte Woche, aber hatten trotzdem unser bestes Ergebnis. Obwohl es eigentlich recht bitter ist. Mit nur drei Defense Wins. Allerdings hatten wir zwei davon eben am letzten Tag, beim letzten Guild War. Okay. Diesmal gegen Brasilarize, aber vorher mache ich meine TOA Summons, weil ich einfach ein ungeduldiger Bastard bin. Und hoffe, dass ich endlich die Wasserfee bekomme. Ich will einfach nur eine fucking 3-Star Wasserfee. Wie schwer kann es sein? Oh Mann. Wieder Enttäuschung pur. Na, ist sehr gut. Klassisches TOA Summoning. Na gut. Was haben wir da? Was haben wir da? Oh Gott. Ich brauche irgendeinen Counter. Gegen so ein Odin-Team her. So, einmal Mirren. Und was machen wir mit The Bay, Chandra's Google? Habe ich nicht meinen. Fuck, ich bin so voller Bastard auch. Ja, was soll's. Muss ich mich echt mal dahinter setzen, mein QB irgendwelche Runen geben. Okay, sieht nach einem Rip aus oder auch nicht. Komm mal rein, pop raus. So. Ich hoffe, sie arbeitet jetzt keine Bombe. Natürlich hat sie aber jetzt Bombe. Bombo Ryan. Nein. Stunpanner. Stunpanner. Nein. Kill ich sie aber? Gerade wollte ich sagen, ich hab doch Luck, aber Wildrock. Was dann? Oh. Aber nicht genug Luck. Kali tot, ne? Nein? Aber jetzt. Oh Mann. Tja, Katharina. Na super. Pushback. Wenigstens da habe ich scheinbar Glück. Wobei ist ja noch nicht. Naja, oh ja. Da kann nichts passieren. Schrecklich. Gott, bin ich eigentlich der unluckierste Summoners-Vorspieler? Wieso habe ich solche Overpowered-Units nicht? Wo war er? Nein, nicht er. Odin, Werde und Darkness. Mach das Team. Überhaupt Sinn? Ich meine, ich vermute mal, Werde wird relativ schnell sein. Ne? Darf nicht wieder als zweites moven und irgendwas one-shotten im Normalfall. Und danach sollte Odin 5 Stacks haben. Ne? Okay.
machen wir es overpowered einfach. Nehmen wir Windpanda, allerdings diesen hier. Oder? Eigentlich egal. Beide haben keine Wind, ne? Dann nehmen wir ihn, er macht Damage. Er hat nämlich keine Will-Runen. Das heißt kein Defense Break. Dann nehmen wir. Wo ist er? Fairy King. Irgendwo da, oder? Da unten. Gut, Fairy King. Der tankt unter Anführungszeichen Odin. Und dann wäre eigentlich ein Feuer Damage Dealer ganz gut. Achso, ich muss ja unten machen. Okay. Schon lange nicht mehr geused. Schauen wir mal. 200 IQ, das obere Team. Gut, werde first, eh klar. Oh mein Gott. Das ist ja mega behindert. Also der war schon zu einfach hier. Ja. Kill man verkackten Fairy King hier. Überlebt. Ja, okay. Mein Gott, ey. Aber was soll ich denn jetzt? Alles nach Plan, ne? Oder nicht genug HP, um Gene Passive zu procken. Aber ja. Okay. Tja. Kill Orion und hoffen, dass Ciara nicht Theo killt. Kimmer Ciara. Und keine Chance alleine. Tja, das jetzt ein Team wirklich mit ihr wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Junghong. Okay. Nochmal den. Nein. Nochmal den. Jo. So. Und ich will da unten so. Oh. So. Oh. Scheinbar. Wind Druid, Team passt überhaupt nicht, aber ich brauche hinten einen Wind Tank und ich wollte mich schon wieder einen Panda nehmen. So, dann wir killen dann Limer first. Und ich glaube, erstes Skill reicht. Gut, wir killen Skobel first.
Tür und danach ist ja schon GG. Klick Kaimon mit F. Kaimon nicht genug HP oder was? Noob. So, fängt schon gut an, Pörner. Und tja. Soul Protect auf uns. Guter Provoke auf Kuma. Dann wäre vielleicht Silence oder so gekommen. So, ich würde sagen, wir gehen auf Ciara. Dann erster Skill auf Ciara. Und killen. Team up auf Pörner. Und killen. Nochmal auf Pörner. Und killen. Schade. Tja. Fucking overpowered, wirklich. Na gut. Tjo, das war's. Ich mache jetzt weiter TOA und ja, Summonswander wie üblich halt zu kacken, zu kotzen, aber was soll's. Trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.